1. Samuel, Kapitel 3. Gott redet mit Samuel. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr: »Samuel, Samuel!« »Ja«, antwortete der Junge, »ich komme«, und lief schnell zu Eli. »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Aber Eli sagte: »Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen.« So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: »Samuel, Samuel!« Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. »Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen«, sagte er. Eli verneinte wieder: »Ich hab dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett.« Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal: »Samuel, Samuel!« Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: »Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen.« Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: »Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Sprich her, ich höre, ich will tun, was du sagst.« Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher: »Samuel, Samuel!« Der Junge antwortete: »Sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst.« Darauf sagte der Herr: »Ich will in Israel etwas so Schreckliches tun, dass keiner es ertragen kann, davon zu hören. Bald werde ich Eli und seine Familie schwer bestrafen, genauso wie ich es mir vorgenommen habe. Lasse ich das Unglück über sie kommen. Ich habe es Eli schon gesagt.« Denn er wusste genau, dass seine Söhne durch ihre Machenschaften meinen Zorn auf sich ziehen. Trotzdem ließ er sie tun, was sie wollten. Darum sollen sie und ihre Nachkommen für alle Zeiten unter meinem Fluch stehen. Ich habe geschworen, weder durch Tieropfer noch durch andere Opfergaben sollen die Nachkommen Elis diese Schuld ihr wieder gut machen können.« Samuel blieb bis zum Morgen im Bett und öffnete dann wie gewohnt die Türen des Heiligtums. Er scheute sich, Eli von Gottes Botschaft zu erzählen. Doch Eli rief ihn zu sich. »Mein Junge, was hat dir Gott gesagt?« wollte er wissen. »Du musst mir alles genau berichten. Gott soll dich schwer bestrafen, wenn du mir auch nur ein Wort verheimlichst.« Da erzählte Samuel ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. »Er ist der Herr«, sagte Eli darauf. »Er soll tun, was er für richtig hält.« Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ keine Ankündigung von Samuel unerfüllt bleiben. Ganz Israel, von Dan im Norden bis Beersheba im Süden, erkannte, dass der Herr ihn zum Propheten erwählt hatte. In den folgenden Jahren erschien Gott immer wieder in Silo, um mit Samuel zu reden und ihm Weisungen zu geben. Samuel 4. In ganz Israel hörte man auf das, was Samuel sagte. Israels Niederlage und der Verlust der Bundeslade. Die Israeliten führten Krieg gegen die Philister. Sie hatten ihr Lager bei Eben-Esa aufgeschlagen, die Philister das ihre bei Afek. Dann griffen die Philister an. Nach einem langen und erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und besiegten Israel. Etwa 4000 Israeliten fielen auf dem Schlachtfeld. Als alle Überlebenden später wieder ins Lager zurückgekehrt waren, berieten sich die 7 Oberhäupter von Israel. »Warum haben die Philister uns geschlagen? Warum hat der Herr es nicht verhindert? Lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen, dann ist Gott selbst bei uns und verhilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde.« So wurde die Bundeslade des Herrn, des allmächtigen Gottes, der über den Cheruben thront, von Silo nach Eben-Esa gebracht.
Elis Söhne, die Priester Hophni und Phinehas, begleiteten sie. Als die Bundeslade im Heerlager ankam, fingen die Israeliten zu jubeln an. Sie lärmten so laut, dass die Erde dröhnte. Die Philister hörten das Geschrei. »Was ist da drüben los?«, fragten sie einander. »Was ist in die Hebräer gefahren?« Als sie erfuhren, dass die Bundeslade des Herrn ins Lager gebracht worden war, packte sie die Angst. »Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen«, schrien sie. »So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Jetzt sind wir verloren, denn wer kann uns noch retten vor diesem mächtigen Gott? Es ist derselbe, der damals in der Wüste die Ägypter mit schrecklichen Plagen vernichtete.« Doch dann spornten die Heerführer ihre Soldaten an. »Auf, ihr Philister, seid Männer! Zeigt ihnen, wer ihr seid. Kämpft wie die Löwen. Wenn wir verlieren, ist es um unsere Freiheit geschehen. Dann müssen wir den Hebräern dienen, so wie sie bisher uns dienen mussten.« In der Schlacht kämpften die Philister verbissen, und wieder schlugen sie ihre Feinde vernichtend. 30.000 Israeliten fielen, die übrigen flohen und verkrochen sich in ihren Häusern. Unter den Gefallenen waren auch Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis. Die Bundeslade Gottes nahmen die Philister als Beute mit. Der Schreck über den Verlust der Bundeslade. Ein Mann aus dem Stamm Benjamin eilte vom Schlachtfeld nach Silo und kam dort noch am selben Tag an. Als Zeichen der Trauer hatte er seine Kleider zerrissen und sich Erde auf den Kopf gestreut. Eli war inzwischen 98 Jahre alt und völlig erblindet. Er saß wie gewohnt draußen auf seinem Stuhl und wartete gespannt auf eine Meldung über den Ausgang der Schlacht, denn er machte sich große Sorgen um die Bundeslade. Als der Mann in der Stadt ankam und dort seine Schreckensnachricht meldete, schrien alle, die es hörten, laut auf. Eli hörte den Lärm und fragte: »Was bedeutet dieses Geschrei?« Da war der Bote auch schon bei ihm angelangt und erzählte ihm: »Ich bin einer der Soldaten und konnte den Feinden entrinnen. Ich komme gerade vom Schlachtfeld.« »Und wie steht es, mein Sohn?« wollte Eli wissen. Der Bote antwortete: »Die Israeliten sind vor den Philistern geflohen. Tausende unserer Männer sind gefallen. Auch deine Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Bundeslade Gottes ist als Beute weggeschleppt worden.« Als Eli hörte, dass die Bundeslade in die Hände der Philister gefallen war, stürzte er rückwärts von seinem Stuhl am Eingang des Heiligtums. Weil er schon alt war und ein recht schwerer Mann, brach er sich bei dem Sturz das Genick und starb. 40 Jahre lang war er Israels Führer und Richter gewesen. Elis Schwiegertochter, die Frau von Phinehas, war gerade hochschwanger. Als sie vom Raub der Bundeslade und vom Tod ihres Mannes und ihres Schwiegervaters hörte, brach sie zusammen und der Schock löste die Wehen aus. Es wurde eine sehr schwere Geburt. Als sie schon im Sterben lag, versuchten die Frauen, die bei ihr waren, sie aufzumuntern. »Alles wird gut. Freu dich, du hast deinen Sohn geboren.« Doch sie antwortete nicht mehr und lag völlig teilnahmslos da. Voller Trauer dachte sie nur an den Tod ihres Mannes und ihres Schwiegervaters und an den Verlust der Bundeslade. Sie sagte: »Nennt den Jungen Ichabod, nicht Herrlichkeit. Denn mit der Bundeslade Gottes sind auch Glanz und Herrlichkeit aus Israel verschwunden.«